Willkommen mein Geld, einen guten Abend. In wenigen Wochen, Ende September, ist wieder Zügeltermin. Wenn man seine Wohnung wechselt, bedeutet das nicht nur viel Arbeit, sondern ist oft auch mit einigen Kosten verbunden. Heikel sind besonders Mieterschäden. Der Tag der Wohnungsübergabe und das Erstellen des Mieterprotokolls bereiten beim Wohnungswechsel einige Bauchweh. Auch wenn man mit dem Mietobjekt achtsam umgegangen ist, braucht es wenig und man sieht auf der Wand oder auf dem Parkett nach dem Zügeln grobe Wohnspuren oder das Lavabo oder die Badwanne weisen tiefe Kratzer auf. Auch in der Küche gibt es oft Schäden, die trotz intensivem Putzen nicht weggehen. In diesen Fällen gibt es dann nicht selten schwierige Diskussionen zwischen den Mietern und den Hausverwaltungen. Wann haftet der Vermieter und wann muss man als Mieterin oder Mieter zur Schadenbehebung ins eigene Portemonnaie langen? Und wie kann man sich bei Mieterschäden möglichst schadlos halten? Ich begrüße jetzt Hans-Jürg Freund, Generalagent bei der Helvetia St. Gallen. Ja, wenn man ein paar Jahre in einer Wohnung gelebt hat und dann umzieht, dann kann man es, selbst wenn man achtsam ist, eigentlich gar nicht verhindern, dass man Wohnspuren hinterlässt. Kann man eben wegen so Wohnspuren, zum Beispiel an der Wand, zur Kasse gebeten werden? Wenn man über Jahre in einer Wohnung innen ist, dann gibt es Abnutzungsschäden, das ist normal. Und wenn man den auszieht, dann gehört es dazu, dass der Vermieter die normalen Abnutzungsschäden bei der Wiederherstellung übernimmt. Also da hat der Mieter selber nichts damit zu tun. Und beim normalen Ausmaß von diesen Schäden kann er nicht belangt werden. Was gibt es denn für Regeln, wenn man jetzt einen Rotweinfleck auf dem schönen Parkett hinterlässt oder einen Kratzer auch auf dem Parkett oder typischerweise auch, wenn man Haustier hat, einen Kratzer von einer Katze oder von einem Hund. Was gibt es da für Regeln? Ja genau, das sind so Beispiele Abnutzungsschäden, die übermässig sind. Sind zum Beispiel Spuren von Tieren, eben Kratzschäden. Kann aber auch sehen, Wasserflecken auf dem Parkett, weil man übermässig den Blumentopf gegossen hat und nie etwas dagegen gemacht hat. Das sind so die übermässigen Beanspruchungen. Und dort kann es sehen, dass der Vermieter dann natürlich einen Anspruch stellen, wo dann ein Thema für die Haftpflichtversicherung wird. Was aber nicht drin ist, ist beispielsweise, wenn man jetzt für die Töchter ein Zimmer pink malt, da ohne Absprechen vom Vermieter, dann ist da die Wiederherstellung vom ursprünglichen Zustand, der auch nicht Gegenstand ist von einer Versicherung und von einer Haftpflicht, sondern das ist einfach Mietersache. Ganz typisch sind auch im Bad Kratzer im Lavabo oder in der Badwanne. Wann muss man zur Schadenbehebung ins eigene Portemonnaie langen? Da ist es auch so kleine Kratzer und Fleckli und so, das sind normale Abnutzungsschäden. Übermässige Abnutzungsschäden sind dann grössere, vielleicht sogar Sprünge und so weiter. Und dort kann es sehen, dass man die muss übernehmen muss. Es kommt sehr aufs Mietverhältnis darauf an, wie lange man in der Wohnung ist und wie alt das Objekt, das kaputt ist, ist. Weil die Haftpflichtversicherung zahlt dann zum Zeitwert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen, das Lavabo hat eine Dauer von 35 Jahren, die man rechnet. Und dann entsprechend, wenn es im 30. Jahr ist oder so, dann reden wir nicht mehr von einer wahnsinnig grossen Entschädigung. Weil ja eben der Vermieter auch die Pflicht hat, dann zu wieder sanieren nach 35 Jahren. Gegen die finanziellen Folgen von Mieterschäden kann man sich als Mieterin und Mieter absichern. Mit einer privaten Haftpflichtversicherung läuft man weniger Gefahr, dass man nach einem Wohnungswechsel auf hohen Kosten sitzen bleibt, weil die Hausverwaltung bei der Wohnungsübergabe einige grobe Schäden festgestellt hat. Doch auch mit einer Versicherung sollte man im Übernahmeprotokoll nur für die Schäden unterschreiben, die unbestritten sind und nicht einfach blind die Haftung für alles übernehmen. Hans-Jürg Freund, was nützt jetzt so eine private Haftpflichtversicherung bei Mieterschäden? Wann nützt sie vielleicht nicht, weil man auch nur einen grossen Selbstbehalt hat? Also die Haftpflichtversicherung dort berechtigte Ansprüche dort sie übernehmen und entsprechend abwickeln und zahlen. Und ungerechtfertigte Ansprüche dort sie im Namen des Versicherungsnehmers oder der Versicherungsnehmerin dort sie ablehnen und regelt da, dass die Ansprüche nicht geltend gemacht werden können und der Vermieter bzw. der Mieter damit den Fall erledigt hat. Wenn es um Mieterschäden geht, wird oft auch heftig gestritten. Kann man, wenn es auch ein bisschen heikel dann wird, kann man da dafür dann auch die eigene Rechtsschutzversicherung nutzen? Ja, in der Regel ist in der Rechtsschutz der Teil von
als Mieter ist auch versichert. Und eben, wie gesagt, in der Haftpflichtversicherung ist auch der Teil drin, wenn jetzt ein ungerechtfertigter Anspruch kommt, wo man ablehnt und es dann zu einer rechtlichen Auseinandersetzung kommt, dann steht auch die Haftpflichtversicherung für die Kunden ein und hilft und steht zur Seite. Gut, jetzt nach einem Wohnungswechsel will man nicht nur Probleme haben. Wie kann man sich punkto Mieterschäden möglichst schadlos halten? Also wenn man in eine Wohnung zücht, dann ist es sicher mal wichtig, dass man allfällige Schäden mit einem Foto aufnimmt und vom Vermieter bestätigen lässt, dass man da eine saubere Grundlage hat, was hat man angetroffen. Und wenn man wieder auszücht, ein Übergabeprotokoll sorgfältig verfassen, schauen, dass alles korrekt ist, damit nicht im Nachhinein noch Ansprüche gestellt werden, wenn ich schon ausgezogen bin. Und bei ganz problematischen Fällen gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel beim Mieterverband, wo Personen für die Übergabe für die Gespräche dabei sind, die spezialisiert sind auf die Themen. Danke vielmals für die Tipps, Jan-Zürg Freund. Als Junge hat man einen langen Anlagehorizont, aber oft nicht viel Geld. Und als Ältere hat man meist mehr Geld auf der höheren Kante, dafür nur einen kürzeren Anlagehorizont. Und doch ist es wichtig, dass man auch im Alter sein Geld nicht einfach auf dem Konto zinslos brachliegen lässt. Welche Möglichkeiten hat man beim Investieren nach der Pensionierung? Wie erreicht man eine anständige Rendite, ohne dass man nachher eine schlaflose Nacht hat? Im Geld geben wir das nächste Mal Tipps, wie man auch nach 65 mehr aus seinem Ersparten herausholen kann. Einen angenehmen Abend und bis bald.